Hallo Freunde! Was hält ihr von Hulk? Wir lieben ihn einfach. Der erste Comic, Der unglaubliche Hulk, erschien im Jahr 1962. Seitdem ist er zu einem der bekanntesten Helden geworden. Und dabei nicht nur für Fans der Geek-Kultur. Nach Veröffentlichung des ersten Films Avengers erreichte Hulk eine unglaubliche Popularität. Er hat tausende von Fans auf der ganzen Welt bekommen. Jedoch kennen nicht alle seine Geheimnisse und vielleicht sogar nicht einmal seine Schöpfer. Zum Beispiel das Alter. Glaubt ihr uns nicht? Dann lasst es uns zusammen herausfinden. Nach Avengers Infinity War stellten sich viele die Frage, wie der mächtige Hulk, der enorme körperliche Kraft und Ausdauer besitzt, nichts gegen Thanos machen konnte. Immerhin ist er mit allen Schwierigkeiten und seinen Gegnern bisher fertig geworden und plötzlich macht irgendein Titan alle seine Siege so leicht zunichte. Einige Zuschauer haben sich darüber beklagt, dass die Autoren Hulk extra schwächer gemacht hätten, damit er nicht den Ablauf der Ereignisse beeinflussen kann. Nun, vielleicht ist das wahr. Jedoch wurde er nicht nur als weniger cool dargestellt, sondern wurde auch um tausende von Jahren gealtert, ohne Kenntnis der Fans. Aber wie ist das möglich? Nun, die Filmemacher haben ihre eigenen Geheimnisse und Tricks, die für die meisten Zuschauer unbemerkt bleiben. Stellt euch nur vor, ihr sitzt im Kino und schaut euch einen weiteren coolen Marvel-Blockbuster an. Die Helden kämpfen, es explodiert etwas, jemand macht Witze, kurz gesagt, viel Action und gute Laune. I am Groot. I am Steve Rogers. Höchstwahrscheinlich werdet ihr in diesem Moment nur auf die Handlung achten und das Geschehen genießen. Einige Zuschauer achten natürlich auf das Schauspiel, andere auf die Grafik. Doch im Großen und Ganzen möchte niemand ernsthaft über etwas nachdenken. Im Sinne, das ist doch Marvel. Man schaut sich Filme über Superhelden an, nicht um die physikalischen Gesetze zu überprüfen. Doch manchmal lohnt es sich, etwas Gedanken darüber zu machen, welche Informationen uns von den Drehbuchautoren angeboten werden. Erinnert ihr euch an Avengers Age of Ultron? Am Ende des Films ist Hulk ganz allein irgendwo hingeflogen und schien vermisst zu sein. Im Ragnarok wird uns gezeigt, dass sich der grüne Riese auf dem Planeten Sakaar befunden hat. Dort erregte er die Aufmerksamkeit des Grandmasters, der ein Fan von Gladiatorenkämpfen ist und ist zu einem der Champions geworden. Bis Thor erschienen ist, kämpfte Hulk erfolgreich mit. Dann weckte Thor mit Hilfe eines Videos der schwarzen Witwe Banner auf und es stellte sich heraus, dass Bruce überhaupt keine Ahnung hat, was in den letzten zwei Jahren seit den Ereignissen in Sokovia geschehen ist. Es schien alles ganz einfach zu sein. Die ganze Zeit lang war Banner in Hulk eingesperrt, die Veränderungen sind noch auffälliger geworden und Bruce wird in Zukunft vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, sich aus diesem grünen Monster in einen Menschen zu verwandeln. In dieser Situation denken Zuschauer nicht wirklich über eine zweijährige Amnesie nach. Schließlich gibt es wichtigere Dinge. Es wird uns in diesem Film gezeigt, dass die Zeit auf Sakaar anders verläuft als im Rest des Weltraums und der Erde. Wenn ihr euch daran erinnert, sind Thor und Loki fast gleichzeitig über die Grenzen der Regenbogenbrücke hinausgeflogen. Für Thor fand die Reise nach Sakaar sofort statt, als er jedoch Loki trifft, erfährt er, dass Loki sich bereits eine Woche lang auf dem Planeten befindet. Auf Sakaar vergeht die Zeit viel schneller. Doch wie groß ist dieser Unterschied? Zwischen dem Sturz von Loki und Thor sind 11 Sekunden vergangen, was jedoch zu einem wöchentlichen Unterschied geführt hat. Wenn der Gott der Täuschung von einer Woche spricht, bedeutet es 15 Tage. Das bedeutet, dass eine Sekunde Zeit an jedem anderen Ort, einschließlich der Erde, auf Sakaar 117.818 Sekunden dauert, oder 1,36 Tage. Natürlich können diese Berechnungen nicht als absolut genau bezeichnet werden. Schließlich konnte Loki auch seinem Bruder nicht die Wahrheit sagen. Allerdings hat er es geschafft, das Vertrauen des Grandmasters zu gewinnen, was überhaupt nicht einfach ist. Wenn Hulk zwei Jahre lang nicht auf der Erde gewesen ist, bedeutet es, dass auf Sakaar etwa 235.000 Jahre vergangen sind. Und wenn Loki vor dem Erscheinen von Thor beispielsweise 22 Tage lang auf dem Planeten gewesen ist, dann entspricht eine örtliche Sekunde 2 Tagen auf der Erde. In diesem Fall befindet sich der grüne Riese etwa 345.000 Jahre auf Sakaar. Die Zeitverzerrung bestätigt übrigens auch der Grandmaster selbst. Time works real different around these parts. On any other world, I'd be like millions of years old. Und das ist durchaus möglich, denn in den Comics ist Grandmaster unsterblich, wie auch Hulk. Doch die Kraft von Hulk hat jedoch seine Grenzen. Genau aus diesem Grund hat Hulk auf Ragnarok graue Haare bekommen. Schließlich haben Hunderttausende von Jahren ihre Spuren hinterlassen. Bedeutet es, dass die Autoren bewusst diesen Zeittrick angewendet haben und Hulk wirklich so viel Zeit auf Sakaar verbracht hat, ohne es zu bemerken? Oder hat er es gemerkt und innerhalb dieser langen Zeit sprechen gelernt? In diesem Fall müsste Hulk viel reifer und weiser wieder zur Erde zurückkehren als zuvor. Nun, wir sind für heute fertig, Freunde. Bis bald!